Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der Basta im wie immer sonnigen Mainz. Irgendwas macht die Basta richtig. Jedes Jahr, wenn ich hier bin, ist strahlend blauer Himmel und wunderschönes Wetter. Ja, und wir sitzen hier drinnen in dem Raum ohne Fenster. Aber ich werde mein Möglichstes tun, damit dieser Tag trotz Fensterlosigkeit möglichst spannend, interessant und kurzweilig wird. Ich darf mich vielleicht vorstellen, bevor wir loslegen für den heutigen Tag, ein Tag rund um C-Sharp, .NET Core, Microservices und Co. Mein Name ist Rainer Stroppeck. Ich bin das, was die Kollegen hier von der Basta ein Basta-Urgestein nennen. Ich bin schon ziemlich lange dabei, mache diesen Workshop schon einige Male und beschäftige mich eigentlich seit den allerersten Tagen von .NET mit .NET. Ich bin aufgewachsen, wenn man so will, mit der ganzen Welt von C, C++, MFC, alle diese Dinge. Damit habe ich Programmieren gelernt und als ich .NET entdeckt habe, habe ich für mich beschlossen, das ist genau das Richtige, dort will ich weiter tun. Mittlerweile ist .NET ein Teil meiner Arbeit, dazu kommt das ganze Web-Technologie-Thema, Cloud-Thema und so weiter, aber wenn ihr euch die eine oder andere Session von mir anhört während der Basta, werdet ihr das sicher noch sehen. Hier sind auch meine Kontaktdaten, falls ihr mich kontaktieren wollt mit Fragen oder Ähnlichem. Ihr findet mich auch gerne auf Xing, LinkedIn, Facebook, Flickr oder sonst irgendwelche sozialen Netzwerke. Wenn ihr Lust habt, können wir uns gerne vernetzen und dann können wir auch gerne im Anschluss irgendwelche Fragen diskutieren. Bevor ich sofort reingehe in das Thema, möchte ich euch noch auf etwas hinweisen. Wie immer ist es so, dass meine Samples auf GitHub sind. Es ist alles auf GitHub. Ihr könnt damit tun und lassen, was immer ihr wollt. Es ist alles frei. Nehmt meine Slides, verteilt es, nehmt meine Samples, was auch immer. Ihr findet alle Unterlagen zu diesem Talk, zu allen meinen anderen Basta-Talks und viele, viele andere Dinge mehr auf meinem GitHub-Account rstroppeck, github/rstroppeck. Die allgemeine Sample-Sammlung, die jetzt nicht speziell auf ein ganz größeres Thema geht, findet ihr einfach im Repo Samples. Das ist ein wenig unordentlich dort, das gebe ich schon zu. Das ist jetzt keine so strukturierte Beispielsammlung, aber dort findet ihr einfach all das, was ich so mache. Und wir finden uns heute hier in dem Bereich. Der Titel ist nicht ganz passend, aber ich nehme viele Beispiele aus dem ASP.NET Core Workshop, aus meinem ASP.NET Core Workshop. Dort findet ihr alle diese Dinge. Dort gibt es auch einen Unterordner Slides, dort könnt ihr die Slides runterladen und wie gesagt, wenn ich das Ganze aktualisiere, findet ihr dort immer meinen aktuellen Quellcode. Gut, falls ihr gerade nicht dazu kommt, euch das zu notieren, sagt es mir bitte in der Pause, dann zeige ich euch hier drinnen unter Slides, findet ihr die paar Slides, die ich verwenden werde. Aber wir werden den Großteil des Tages mit Live-Demos verbringen, diskutieren und schauen, wo uns die Reise hinführt. Ich habe schon ein wenig angefangen mit der Einleitung, wo ich erzählt habe, dass ich mittlerweile .NET schon eine ganze Weile mache. Hat jemand ein Gefühl dafür, wie alt .NET ist? Gefühl dafür? Ja, so irgendwo so, 15, 16 Jahre, je nachdem, ob man die Beta und Alpha und Previews mitzählt oder nicht mitzählt. Den genauen Zeitpunkt weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber es ist so in diese Größenordnung herum ist das Alter von .NET. Und es versteht sich von selbst, dass sich in diesen Jahren .NET und auch C-Sharp radikal weiterentwickelt haben. Und man muss sich, glaube ich, am Beginn, bevor wir einsteigen in diese neue Welt von C-Sharp, Microservices, .NET Core, .NET Standard und so weiter, ein wenig vor Augen führen, wie im Moment die Welt von Entwicklern im Microsoft-Umfeld aussieht. Und ich habe das versucht, nur ansatzweise mit ein paar Punkten auf dieser Slide zusammenzufassen. Wenn es bei Microsoft im Moment ein Thema gibt, das für uns seit klassische Softwareentwickler ganz weit oben steht, dann ist es das Thema Cloud, wissen wir, seit Jahren. Microsoft hat eine ziemlich radikale Umwälzung hinter sich oder ist mittendrin, kann man sagen, Focus on Cloud. Cloud ist es, was wir eigentlich, wo Microsoft eigentlich hingehen will. Cloud first, teilweise Cloud only und Software as a Service. Das ist ein wenig laut da drüben, oder? Da werde ich nachher in der Pause bitten. Klingt nach Christian Weyer. Okay, Cloud first, Cloud only, Software as a Service ist ganz weit oben. Das müssen wir als gegeben hinnehmen. Und wenn ihr euch bei diesem Vortrag heute manchmal fragt, warum tut mir Microsoft das an? Jetzt hat es 15 Jahre funktioniert mit .NET. Warum müssen wir jetzt plötzlich so fundamentale Umwälzungen hinnehmen? Dann ist das sicher einer der Gründe. Die Cloud ist ganz weit vorne.
Und mit der Cloud gibt es einfach neue Architekturparadigmen. Und ja, wenn Microsoft sagt Cloud, dann muss .NET zu einer Top-Plattform für die Cloud werden. Und da muss man das eine oder andere ändern. Microsoft verdient Geld heute und in der Zukunft will Geld verdienen mit ja, dem Umsatz, den man in der Cloud macht. Auf der anderen Seite kostet natürlich ein Framework auch in der Cloud etwas. Und da ist die Frage, ja, wie dick ist dieses Framework? Und da sehen wir schon, dass das klassische .NET Framework einen großen Nachteil hatte. Es ist nämlich das genaue Gegenteil von dem gewesen, was wir heute als moderne Software ansehen. Es war nämlich nicht modular. Das .NET Full Framework ist ein riesengroßer Monolith. Und jetzt meine ich Monolith nicht im positiven Sinn, im Sinn von in sich schön gestaltet, aus einem Guss, schöner Überblick, sondern in diesem Fall sprechen wir über einen Monolith, der über 15 Jahre gewachsen und immer größer geworden ist. Und wenn wir so einen Monolithen in die Cloud heben, dann brauchen wir natürlich überall eine Menge Memory, Speicher. Wir haben viele potenzielle Lücken, Angriffsmöglichkeiten, weil dieses Framework so groß und so viel drinnen ist. Was wir brauchen, ist eine Modularisierung, eine Art à la carte Framework. Vielleicht habt ihr diese Analogie schon mal von mir gehört. Ich bin selbst Vegetarier und wenn ich zu einer Pizzeria gehe und sage, ich hätte gerne eine Pizza ohne Salami, dann war das alte Framework die Pizza Salami, die man mir hergestellt hat und gesagt hat, iss sie einfach nicht. Das neue Framework, da kommt nie eine Salami drauf. Ja? Im neuen Framework kann ich mir wünschen, was ich will. Ich kann es so zusammenpacken, wie wir wollen. So, jetzt werden wir aber heute sehen, in .NET Core 2.0 hat Microsoft gesehen, dass man in der ersten Version von .NET Core in dieser Hinsicht ein wenig übertrieben hat. Man hat es nämlich so gemacht, dass der Kellner in diesem Fall gekommen ist und gesagt hat, was hättest du denn gern für eine Pizza? Und ich musste ihm das gesamte Rezept ansagen. Ja, so war .NET Core 1. Und in .NET Core 2 habe ich jetzt wieder die Möglichkeit, mit sogenannten sehr starken Meta-Packages zu sagen, ich schreibe eine ASP.NET-Anwendung, gib mir mal alles, was ASP.NET braucht. Und nur optional, wenn so ein kleinlicher Mensch wie ich daherkommt und sagt, ich will keine Salami drauf, dann kann man sich's individuell zusammenstellen. Okay? Vor diesem Hintergrund muss man das Ganze betrachten. Und wenn wir über Cloud reden, dann sprechen wir in der Cloud auch immer ganz klar von dem Thema Cross-Plattform. Ich habe da vor kurzem ein wunderschönes Bild gesehen im Internet. Da stand ein Vater mit seinem Sohn da und der Sohn fragt den Vater, Daddy, what are clouds made of? Und der Vater sagt, Boy, mainly Linux Servers. Und das trifft es recht gut. Ja? Heutzutage in der Cloud ist eine Monokultur aus Windows-Servern einfach nicht mehr machbar. Das geht nicht. Und was haben wir im alten Full-Framework drinnen? Wir haben einen riesengroßen Monolith, Punkt 1, und wir haben einen Monolithen, der an Windows gebunden ist. Und das konnte sich Microsoft einfach nicht mehr leisten. Das geht so nicht. Hätte Microsoft hier keinen radikalen Schnitt gemacht, würde .NET heute keine Rolle mehr spielen. Und dann hätten wir heute fast keine .NET-Sessions mehr auf der Basta, sondern wir würden uns nur noch über Node und Ruby und Python und was weiß ich was unterhalten. Das war schlichtweg notwendig. Wenn wir über Cross-Plattform reden, war die klare Strategie natürlich auch, Visual Studio alleine kann nicht mehr die Lösung sein. Warum? Ja, wenn wir Cross-Plattform sein wollen, dann müssen wir auch auf Linux entwickeln können. Oder am Mac entwickeln können. Wir brauchen eine Story für Entwickler, die über Windows hinausgeht. Oder wir machen Windows zu einer Plattform, die hervorragend von sich aus mehrere Betriebssysteme unterstützt. Ich werde euch das heute zeigen. Ich habe die Command Shell mittlerweile fast vollständig aus meinem Leben verbannt. Ich arbeite auch nicht mehr mit PowerShell. Ich habe eigentlich nur noch die Bash. Ich habe ein Native Ubuntu, das auf dem Windows-Kernel drauf sitzt und damit verwalte ich mein System. Das wäre noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Aber ich glaube, diese beiden auf der linken Seite, diese beiden Grundfesten muss man im Kopf haben. Microsoft verdient jetzt Geld mit der Cloud. Es ist nicht mehr notwendig, dass man euch ein sauteures Visual Studio verkauft. Solange ihr eure Lösung in Azure betreibt, hat Microsoft ein Geschäftsmodell dahinter. Und dementsprechend ist diese Cross-Plattform-Geschichte nichts mehr, wovor man sich wirklich fürchten muss. Aber wir haben einen ganz starken Fokus auf Command-Line-Interfaces und wir haben neu drinnen Visual Studio Code als das leichtgewichtige Open-Source-Cross-Plattform-kostenfreie Entwicklungstool. Ja, die kleine Schwester von Visual Studio.
Werde ich Visual Studio heute verwenden? Natürlich. Ich werde fast die ganze Zeit Visual Studio verwenden, aber ich werde euch zeigen, wie man trotzdem alles in der Kommandozeile machen kann. Und wisst ihr, wo das wichtig ist? Am Build-Server, am CI-Server, am Release-Management-Server, überall dort, wo ich möglicherweise mit Linux-Servern zu tun habe. Dort ist es wichtig zu wissen, dass C-Sharp nicht mehr nur Windows ist. Habe ich schon erwähnt. Ja, natürlich Xamarin, aber Xamarin ist nicht Teil dieses Workshops. Die dritte Säule, die sich bei Microsoft radikal verändert hat, wenn man über C-Sharp und .NET nachdenkt und auch über Visual Studio nachdenkt, ist das Thema Open Source. Heute lebt C-Sharp und .NET komplett auf GitHub. Dort ist dieses Ding zu Hause. Das heißt, man konnte die gesamte Plattform von der Common Language Runtime über das Framework bis hin zum Compiler, Roslyn Compiler, auf vollkommen neue Plattformen stellen, und das bedeutet, diese Dinge sind auf GitHub. Ihr könnt, wenn ihr wirklich wollt, contributen, entweder in der Doku oder sogar im Quellcode. Es wird nichts mehr hinter verschlossenen Türen ausdiskutiert, sondern GitHub-Issues sind es, wo diskutiert wird. Und diese GitHub-Issues sind nicht hinter User und Passwort versteckt, wie bei anderen Plattformen, sondern ihr seht die Diskussionen. Ihr könnt euch die Diskussionen auf YouTube oder Channel 9 ansehen. Die Entwicklung findet tatsächlich in the wild, in GitHub statt. Und das sorgt natürlich auch manchmal zu einigermaßen großen Verwirrungen, speziell rund um .NET Core. Ich mache diesen Workshop jetzt schon seit einigen Jahren, und was ich in den letzten Jahren immer wieder sehe, ist, dass viele Entwicklerinnen und Entwickler sich vollkommen verrückt machen lassen von dieser neuen Welt von Open Source. Warum? Open Source bedeutet, ihr seht zum selben Zeitpunkt wie die Microsoft Devs, was sich in .NET und C-Sharp tut. Das bedeutet, ihr seht die frühesten Entwicklungen, Ideen, Source-Code-Snippets, und dann schreibt irgendein Journalist oder eine Journalistin drüber, das wird kommen, und plötzlich stürzt man sich drauf und probiert das in einem Zustand aus, wo man noch vor ein paar Jahren nicht mal davon gewusst hätte, dass so etwas in Redmond überhaupt existiert. Eines kann ich euch mitgeben an der Stelle: Lasst euch von dieser Open-Source-Sache nicht verrückt machen, ja? Open Source bedeutet, GitHub bedeutet, ihr seht die Dinge zu einem extrem frühen Zeitpunkt. Aber nicht alles, was auf GitHub ist, muss sofort probiert werden und schon gar nicht in Produktion verwendet werden. Okay? Manchmal kann man den Fuß ein wenig vom Gas nehmen und das machen, was die Microsoft-Systemarchitekten und Architektinnen dann auch wirklich sagen, und das nutzen, was die empfehlen. Okay? Was es noch gegeben hat in dem Bereich, im .NET und C-Sharp-Bereich, ist die .NET Foundation. Die .NET Foundation ist jetzt sowas, wenn man will, wie Apache. Es stimmt jetzt nicht genau, hinkt ein wenig der Vergleich, aber so ungefähr. Es ist eine Stiftung, die sich darum kümmert, dass der Open-Source-Bereich von Microsoft entsprechend gepflegt wird, weiterentwickelt wird, dass die Projekte auch eine Möglichkeit haben, irgendwie Spenden und finanzielle Zuwendungen zu organisieren. Da werden Veranstaltungen, Meetups koordiniert. Es ist eine koordinierende Instanz oben drüber. Das ist tatsächlich eine Firma. Ja, da gibt es einen CEO und da gibt es eine Organisationsstruktur. Die haben richtig Geld, die haben Budget, die kümmern sich drum. Das heißt nicht, dass hier durch die Hintertür Open Source wieder zu Microsoft Closed Source gemacht wird. Gar nicht. Es ist eine Stiftung, eben eine Foundation, die sich darum kümmert, dass Open Source Projekte, die wirklich weit verbreitet sind im .NET-Umfeld, dass die gut leben, dass die gefördert werden und dass jemand da ist, der sich auch darum kümmert, um diese Projekte. Das ist die .NET Foundation. Ja, und schlussendlich, was wir auch noch sehen, dadurch, dass Microsoft selbst die gesamte Entwicklung jetzt auf GitHub mit Git und Ähnlichem macht, ist, wir sehen eine dramatische Entwicklung der Tools. Ihr braucht euch ja nur ansehen, wie gut die Unterstützung von Git, von GitHub in Visual Studio, in Visual Studio Code, in all diesen Microsoft-Produkten ist. Das heißt, Microsoft hat hier in Sachen C-Sharp und .NET einen Riesenschritt eigentlich schon wieder hin zur Linux-Community gemacht. Denn wo kommt denn Git und GitHub her? Also Git, ja, aus der Linux-Ecke natürlich, ganz klar. Das heißt, als .NET-Entwicklerinnen und Entwickler hat sich unsere Welt radikal verändert, und zwar vor allem aufgrund der linken drei Module hier. Fokus auf die Cloud: Microsoft musste eine Cloud-Ready-Plattform erstellen. Cloud-Readiness bedeutet Cross-Plattform, Linux spielt eine Rolle. Und schlussendlich, wenn man im Cross-Plattform-Bereich mitspielen will und Geld mit der Cloud verdient, ist es relativ leicht, hier unten alles Open Source zu machen, denn man hat eine andere Cash-Cow. Ja?
Diese Frage bekomme ich unglaublich oft. Microsoft investiert Personen Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende in sowas wie einen C-Sharp-Compiler und schenkt es der Welt. Haben die jetzt ihre Non-Profit-Natur entdeckt? Nein, natürlich nicht. Sie haben ein Geschäftsmodell, wie sie an .NET verdienen, in dem .NET, in dem euer .NET-Programm in der Cloud läuft. Ja. Oder ihr in eurem eigenen Rechenzentrum weiterhin die Serverprodukte kauft. Natürlich, dort kommt das Geld her. Aber in dem Bereich, im Bereich .NET Framework und Co. wird kein Geld mehr verdient. Gibt es Fragen zu diesem Bild? Ist es nachvollziehbar? Seht ihr was anderes? Schön, dann lassen wir das als Einleitung mal so stehen und stürzen uns sofort über das große Thema der letzten Jahre. Das Thema .NET Core. Warum .NET Core? Warum gab es überhaupt diese Notwendigkeit, etwas zu tun? Ja, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, das .NET Framework wurde einfach zu einem zu großen Ding. Ja? Und man hat gesagt, wir müssen jetzt mal einen Schnitt machen, wo wir aufräumen, das alte Zeug wegwerfen, wir müssen nicht 100% kompatibel sein, wir bauen etwas, das so aussieht, als würden wir heute neu starten. Natürlich fangen wir nicht von null an, aber so wie wir es heute neu machen würden. Das war die edle Idee hinter .NET Core 1.0. Außerdem wollte man eine Art von Standardbibliothek erstellen, also eine Standard-Library, so wie HTML quasi. Ja? HTML ist nicht ein Browser, sondern HTML ist ein Standard, sowas wie ECMAScript, JavaScript. Ein Standard, der dann von verschiedenen implementiert wird. Das war die Grundidee. Hat das funktioniert? Zum Teil. Zum Teil. Wenn man sich die Historie jetzt rückblickend ansieht, dann war .NET Core 1.0 ein, aus meiner Sicht, und das ist meine persönliche Meinung, ein zu ambitionierter Plan. Es ist toll, wenn man hergeht und sagt, so, da haben wir dieses riesengroße Ökosystem, 100.000 an Entwicklerinnen und Entwickler, 15 Jahre Erfolg, und jetzt machen wir einen Schnitt und bauen wir was Neues auf der grünen Wiese, so wie wir, ja, theoretisch, aber was ist mit den 15 Jahren? Was ist mit den bestehenden Quellcodes? Habt ihr euch das auch gefragt, als ihr gehört habt, .NET Core ist nicht kompatibel mit .NET Full Framework? Was soll ich jetzt genau tun? Wann soll ich das verwenden? Das wird relevant in 10, 15 Jahren für mich. Das ist aber dann schon wieder alt, da kommt dann schon, was weiß ich, das Core, keine Ahnung was. Das war ein echtes Problem. Und aus diesem Grund hat man doch jetzt gerade mit .NET 2.0 einigermaßen zurückgerudert und hat gesagt, wir geben wieder, ich glaube es sind 20.000 APIs dazu, wir geben also sehr wohl wieder alte Dinge dazu, die vielleicht vom Design her nicht optimal sind, aber trotzdem drinnen sein müssen, weil sonst kein Mensch jemals seine Codebasis migrieren wird. Dann sind wir bestenfalls für neue Projekte, aber seien wir uns ehrlich, wie viele Projekte entstehen denn neu auf der grünen Wiese? Fast alle haben eine Geschichte. Ja, der zweite Grund, warum .NET Core war Plattformunabhängigkeit, das habe ich schon erwähnt, und das dritte war Open Source. Aber das da oben ist sehr wesentlich. Das könnt ihr gleich hier mitnehmen. Die Änderung, wer zufällig in meinem Workshop letztes Jahr war, da habe ich schon ein wenig in diese Richtung argumentiert, da haben wir .NET 1.1 schon gehabt, aber jetzt haben wir .NET Core 2.0 und eigentlich das Grundthema von .NET Core 2.0 ist, liebe Developer-Community, wir haben euch verstanden, machen wir einen Kompromiss, wir geben einen Riesenschritt auf euch zu, packen wieder sehr viel rein, was im Full Framework drinnen ist, um sicherzustellen, dass der Großteil eures Codes von Haus aus kompatibel ist. Okay? Das ist der Grundtenor von .NET Core 2.0. Woraus besteht dieses .NET Core? Natürlich aus der Runtime. Und diese Runtime ist es, die die Plattformunabhängigkeit sicherstellt. Diese Runtime kann ich auf Linux laufen lassen, auf macOS laufen lassen, auf Windows laufen lassen. Und sie kümmert sich darum, dass ein .NET-Projekt geladen wird, dass der Garbage Collector da ist, dass der Just-in-Time-Compiler da ist und so weiter und so fort. All das, was die Common Language Runtime soll. Übrigens, das hier sind alles Hyperlinks in die entsprechenden GitHub-Repos. Dort findet ihr mehr Informationen dazu. Dann gibt es die .NET Core Foundation Libraries, das ist jetzt das, was wir unter .NET Framework bezeichnen. Es gibt die .NET CLI und die ist neu. Die werden wir uns dann gleich mal ansehen, das ist dieses berühmte .NET und hier hat sich auch in .NET Core 2 eine ganze Menge verändert und für uns als C-Sharp-Entwicklerinnen und Entwickler ist Roslyn, der C-Sharp-Compiler, natürlich auch eine ganz wesentliche Angelegenheit. Wobei dieser C-Sharp-Compiler natürlich schon drauf sitzt auf dem, was davor steht, denn der ist ja selbst mit .NET geschrieben und deshalb ist er auch plattformunabhängig. Schön. Was ist der Status? .NET Core 2 ist RTM seit August
Also es passt recht gut, dass wir jetzt im September die Konferenz machen, denn seit August ist dieses Ding Release to Manufacture. Ihr könnt es jederzeit verwenden. Wenn wir hier draufklicken, dann kommen wir zu der schönen Webseite, ja, das ist, vielleicht ist das leichter zu merken, .net. Ja, da kommt man dann hier in dieses Microsoft.com.net rein und da kann man sich das ganze Zeug herunterladen, wir werden dann gleich drüber sprechen. Die Version 2.1 ist gescheduled für den Frühling 2018. Ich zoome hier mal rein, dann seht ihr so ein wenig die aktuelle Roadmap. .NET Core 2.1, die Preview soll irgendwann im Q4 kommen und .NET Core 2.1 soll irgendwann im Q1 2018 kommen. Aber ihr seht schon, das ist jetzt nicht ein .NET Core 3, also da werden primär kleinere Änderungen, Stabilitätsänderungen, Verbesserungen in diese Richtung reinkommen. Das ist das, was wir hier sehen. Schön. Die Visual Studio Tools sind RTM, Visual Studio 2017 ist da. Ich werde übrigens, und das ist mir ein Anliegen, dass ich das dazu erwähne, weil es, ich stelle immer wieder fest, dass das nicht bekannt ist. Seht ihr meine zwei Icons da unten? Das eine, wenn man ganz weit reinzoomt, ist so schraffiert, so quasi gesketcht und das andere ist das richtig schöne Icon. Ihr könnt ohne weiteres, wenn ihr den Installer, den Visual Studio Installer mal aufruft, dann könnt ihr jederzeit auf euren Rechnern parallel die Release-Version und die Preview-Version installieren. Ich habe das bei mir immer drinnen und das bedeutet, ihr könnt quasi den Fast-Ring probieren. Ich entwickle eigentlich die meiste Zeit mit der Preview-Version von Visual Studio 2017. Die seht ihr hier, seht ihr das? Die ist side-by-side installiert mit der vollen Version von 2017. Und da kann ich dann eben probieren. Ich bekomme neue Features von Visual Studio schneller, aber wenn es irgendwann mal abstürzt, was schon passieren kann, na, dann gehe ich eben zurück auf die Originalversion. Ich muss wirklich sagen, nach mehreren Monaten, wo ich diese Dinge parallel im Echtbetrieb bei mir am Laufen habe, dieser Parallelbetrieb funktioniert gut und ich kann nichts dagegen sagen. Probiert es doch einfach aus, die Preview-Version. Auch wenn ihr irgendwelche Plugins installiert, aus dem Internet runterlädt, irgendwelche VSIX-Files oder ähnliches, dann erkennen die, dass Preview und normal installiert ist und installieren sich auch gleich in beiden Versionen. Das heißt, das ist halbwegs okay. Der einzige Nachteil, den man hat, man muss zwei Visual Studio-Versionen parallel up-to-date halten. Und das ist, ja, mit einer halbwegs akzeptablen Internetleitung sollte das kein Problem sein. Schön. So, wo waren wir? Hier waren wir. C-Sharp ist RTM, wissen wir. Und x64-Support bzw. Linux-Support, Cross-Platform-Support ist da. Es wird 32-Bit und 64-Bit unter Windows unterstützt, 64-Bit auf sehr vielen Linux-Distributionen. Und ganz spannend für die IoT-Bastler unter euch, ja, .NET Core läuft mittlerweile zwar nicht in einer Microsoft-Supported-Variante, aber in einer Community-Supported-Variante auf dem Raspberry Pi. Wenn euch das interessiert, folgt dem Link, dann könnt ihr damit experimentieren. Was kann man jetzt bauen mit .NET Core? Das habt ihr sicher schon mal gelesen und wir werden dann gleich diskutieren, was das für Konsequenzen hat. Na, erstmal Console-Applikationen, Console-Apps. Um Gottes Willen, wen interessieren heute noch Console-Apps, oder? Alle schreiben grafische Oberflächen oder Web-Oberflächen, stimmt nicht. Mit Console-Apps können wir Command-Line-Applications bauen, Command-Line-Interface, CLIs. Und das ist eine Strategie, die mittlerweile sehr viele Firmen verfolgen, dass sie sagen, hey, für die Administration meiner Software brauche ich kein super spannendes grafisches GUI-Tool, sondern da baue ich mir eine CLI, die ist Cross-Platform, die kann ich überall verwenden, da kann ich meine administrativen Tätigkeiten mit Bash automatisieren und ich fokussiere meine Aufmerksamkeit auf die Dinge im UI, die wirklich wichtig sind. Ich habe mittlerweile eine Menge Projekte gesehen, die sehr viel Geld und Effizienz dadurch gewinnen, dass sie gar nicht mehr versuchen, so diesen 37.000. Konfigurationsdialog von links in eine GUI zu packen, sondern die gehen den Weg, den auch .NET geht, den Angular geht, den Cordova geht, den alle diese Projekte gehen, indem man eine gute, wirklich gut gestaltete und vielleicht mit .NET Core plattformunabhängig gemachte CLI, ein Command-Line-Interface baut, vielleicht noch mit einer schönen Statement-Completion, mit Bash versieht und ähnlichem. Und dann lasse ich eben die Administrationstätigkeiten, die selten gemacht werden, in der Konsole. Bin plattformunabhängig, kann es automatisieren, gerade im Microservices-Umfeld ganz wichtig. Und dann spare ich mir einfach das Zeichnen von Unmengen an irgendwelchen Stammdatendialogen, die einmal aufgemacht werden und dann zwei Jahre nicht mehr. Und trotzdem sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit binden. Also Console-Apps spielen eine große Rolle. Sie spielen auch insofern eine große Rolle, denn
Am Ende des Tages sind ASP.NET Core-Applikationen, also Web-Applikationen, nichts anderes als CLIs. Die Zeit, in der .NET eingebettet war im Internet Information Server und der Internet Information Server der .NET Host war, die sind vorbei. ASP.NET Core ist nichts anderes als eine Konsolenapplikation. Genau dasselbe wie bei Node. Und ein Webserver, wie der Internet Information Server, wird reduziert auf das, was er wirklich kann. Nämlich HTTP-Traffic entgegennehmen, vielleicht ein wenig SSL, ähnliche Dinge und am Ende des Tages ist es ein Reverse Proxy. Nicht mehr. .NET läuft als eigenständiges Ding, als Konsolenapplikation mit einem Reverse Proxy vorne dran. Und wenn wir über Microservices reden, dann ist das die typische Architektur. Wir lassen den Webserver, der in .NET eingebaut ist, den Kestrel, den lassen wir auf der Konsole laufen oder irgendwo im Hintergrund, aber im Endeffekt ist es eine Konsolenapplikation und vorne dran sitzt ein Reverse Proxy, der ihn gegenüber dem Internet ein wenig schützt. Ja, das ist die typische Architektur von .NET Core, von modernen C-Sharp-Anwendungen. Natürlich gibt es auch eine grafische Benutzeroberfläche, UWP, Universal Windows Platform Apps, aber die setzt natürlich, wie wir alle wissen, Windows 10 voraus. Für wen, das würde mich interessieren, das ist einfach ein privates Interesse, für wen kommt denn UWP in Frage, weil ihr euch darauf verlassen könnt, dass alle eure Benutzerinnen und Benutzer Windows 10 haben? Einer, okay. Ich dachte es mir. UWP ist eine unverzichtbare Plattform, versteht mich nicht falsch. Zumindest Microsoft braucht dieses Zeugs, denn irgendjemand muss die Native-Applikationen bauen unter Windows und die verwenden UWP. Aber das ist ein Stimmungsbild, was ich hier jetzt gerade sehe, was ich sehr häufig sehe. UWP ist toll, ist eine tolle Plattform, aber leider können sich sehr viele nicht darauf verlassen, weil man einfach nicht weiß, welches UI die Benutzerinnen haben. Ja, und schlussendlich gibt es Xamarin Forms für die Mobile Apps. Das kann man heute damit bauen. Gibt es in der Community Projekte, die versuchen, andere Full-Client-UIs draufzusetzen? Natürlich, gibt es. Eine ganze Menge. Scott Hanselman hat erst letzte Woche eines dieser Frameworks vorgestellt und damit wahrscheinlich einiges an Aufmerksamkeit dorthin gelenkt. Die gibt es, aber wenn ihr jetzt fragt, was ist mit WinForms, was ist mit WPF und Ähnlichem, nicht auf .NET Core. Okay? Wir werden über die Konsequenzen daraus noch sprechen. Aber wenn ihr WPF oder WinForms programmieren wollt, dann seid ihr im Full Framework. Klammer auf, gefangen, Klammer zu. Und das wird sich meiner Einschätzung nach auch in nächster Zeit nicht ändern. Okay? Das heißt, wenn ich voll auf diese neue Welt, Cross-Plattform, Open Source, mit allem drum und dran setzen will, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich mich einer dieser UIs bediene. Aha, ich habe kein USB-Device angesteckt, aber ja, was soll's. WPF und WinForms, da muss ich dann heraus aus .NET Core. Was ich aber tun kann, ich kann natürlich meine Libraries, meine Business-Logik, die kann ich bereits Core-fähig machen und das werde ich euch ganz genau zeigen. Ich habe geschrieben in der Einleitung, dass wir uns heute intensiv um das Thema Migration kümmern werden. Gibt es zu dem Thema UI Fragen? Meiner Erfahrung nach mit all den Workshops, ich bin so viel bei Kunden, ich diskutiere so viel in unserem internen, mit unserem internen Team, wo wir hingehen. Das Thema, wo gehe ich hin mit meinem UI, ist eines der Themen, das heutzutage die Development Teams massiv beschäftigt. Und so richtig eine ideale Lösung, dass man sagt, das ist es, und dann hat man eigentlich so ziemlich alle Probleme gelöst, die gibt es im Moment nicht. Es ist ein sehr starkes, das kommt darauf an. Und wenn ihr einen Hintergrund habt, wo ihr enorm viel Know-how im Team habt, wo ihr sagt, WinForms, WPF, das können wir richtig gut, wo sollen wir hingehen, dann ist die Antwort, ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, was ich euch garantieren kann, ist, die Welt wird sich ändern, und zwar ziemlich radikal. Denn der Weg mit WPF und WinForms, den Weg werdet ihr sicher nicht mehr weitergehen. Welchen Weg ihr weitergeht, ob ihr TypeScript, Angular, React, Redux oder sonst was lernt oder lieber auf der XAML-Ecke bleibt und Richtung UWP oder Xamarin geht, weil ihr den Browser nicht braucht. Die Situation, die ich immer sehe bei den C-Sharp und .NET-Entwicklern, gerade wenn man über Microservices spricht, ist, ja natürlich wollen wir Smartphones, ja natürlich wollen wir Tablets, ja natürlich wollen wir den Desktop und der muss offline-fähig sein und in den Browser wollen wir auch. Keine einfache Sache. Also wenn ihr mit diesem Problem kämpft, dann könnt ihr an dieser Stelle nur eins mit rausnehmen, ihr seid nicht alleine. Wir können eine Selbsthilfegruppe bilden, eine Lösung habe ich nicht. Ja, die Selbsthilfegruppe ist die Basta, oder?
Oder Konferenzen wie die Pasta sind unsere Selbsthilfegruppe. So, gehen wir etwas mehr in die Technik. Wo kriege ich .NET Core her? Naja, ja, das ist ein wenig offensichtlich. Wenn ich da draufklicke, dann sollte sich hier was ändern. Und ich kann das für Windows runterladen, für Linux, für Mac oder Docker. Über Docker werden wir auch noch ein klein wenig sprechen. Das Banalste ist, ich kann den SDK einfach runterladen. Ich kann da draufklicken, dann installiere ich den bei dir und dann habe ich den installiert. Und wenn ich das ganze Ding starte, dann habe ich mein .NET hier und wenn ich sage .NET --Version, dann sehe ich, an dieser Stelle bin ich in einer Konsole, wo ich irgendwo beim 2.02er Pre-Framework bin. Das ist die neueste Pre-Release, egal, spielt keine Rolle, irgendeine 2er-Version. Ich kann das Ganze aber auch unter Linux machen, das habe ich hier mal gemacht. Unter Linux braucht ihr nur ein paar Schritten folgen. Im Prinzip bekommt ihr .NET am Ende des Tages, wenn ihr es habt, Moment mal, ich schalte mal um auf, das ist jetzt Red Hat, gehen wir auf Ubuntu, dann bekommt ihr am Ende des Tages, wo haben wir es, genau, mit apt-get könnt ihr .NET Core installieren. Ja, ein paar Prerequisites braucht ihr, aber mit einem apt-get install könnt ihr es installieren und dann kann ich an dieser Stelle sagen .NET und dann habe ich hier hoffentlich genau meine 2.0er Instanz. Was ihr hier seht, und das interessiert mich wieder, weil ich es heute viel verwenden werde, ob ihr es alle wisst, was ihr hier seht, ist Bash on Ubuntu im Windows Subsystem for Linux. Wer kennt das Windows Subsystem for Linux nicht? Der Großteil. Okay, müssen wir kurz klären, denn es ist etwas, was für uns .NET-Entwickler relevant ist. Ja. Windows Subsystem for Linux, furchtbarer Name, ist nichts anderes als der Windows-Kernel hat gelernt, Linux-Kernel zu sprechen. Ja? Das ist so, wie wenn ihr sagt, eure Muttersprache ist Deutsch und ihr habt gelernt, Englisch zu sprechen. Den Windows-Kernel kann ein Programm jetzt ansprechen und ihm einen Linux-System-Call schicken und Windows weiß, was damit zu tun ist. Also Microsoft hat quasi einen Kernel-Level-Driver geschrieben, der übersetzt Linux-Kernel-Calls in Windows-Kernel-Calls. Und dadurch kann ich ein Ubuntu, ein Native Ubuntu, was ihr hier drinnen seht, betreiben ohne Linux-Kernel. Mein Ubuntu sitzt auf meinem Windows-Kernel drauf und wenn ich hier jetzt zum Beispiel in dieses Verzeichnis reingehe, dann seht ihr an dieser Stelle, dass das so komisch hier mit MNTC anfängt. Das ist jetzt in diesem Fall mein Mounting Point, wo mein C-Laufwerk unter Windows einfach hier quasi reingespiegelt wird und ich kann an dieser Stelle mit einem LL nachsehen und dann sehe ich an dieser Stelle und im Ubuntu in der Bash den Inhalt meines Windows-Laufwerks. Und damit könnt ihr ja native direkt in Ubuntu in Linux arbeiten, wenn ihr wollt, ohne dass ihr Linux installieren müsst. Kein Hyper-V, kein Docker, kein gar nichts, das ist ein Linux, geht aber auch Bash direkt on top of Windows Kernel. Und wie gesagt, ich habe das recht gern, vor allem weil es so super schön integriert ist in diese ganze Arbeitswelt, wie ich es gewöhnt bin. Wenn ich zum Beispiel hier im Explorer bin, dann kennt ihr diesen Trick sicher. Ich kann da oben einfach cmd eingeben und da bekomme ich eine Command Shell direkt in dem Verzeichnis drinnen. Das geht aber auch genauso, wenn ich sage Bash, dann bekomme ich eine Bash Shell, die direkt hier drinnen ist. Äußerst praktisch. Wenn ich hier in der Bash-Shell drinnen bin und ein Executable starte, das beispielsweise unter Linux nicht verfügbar ist, dann geht dieser Treiber von Windows automatisch her und startet mir mein Windows-Programm, weil es am Ende des Tages der Windows-Kernel ist. Das heißt, ich kann so Sachen machen wie Code. Und damit starte ich Visual Studio Code direkt aus meiner Bash-Shell heraus. Also wenn ihr vorhabt, dass euer Code später zum Beispiel in Docker läuft oder ähnliches, und ihr habt manche Leute im Team, die arbeiten viel mit Linux und manche Leute im Team, die arbeiten mit Windows, dann könnt ihr als Windows 10 Entwickler ohne weiteres die Bash Shell verwenden, ohne dass ihr groß mit virtuellen Maschinen arbeiten müsst. Ihr habt eine Umgebung, die beides unterstützt und das will Microsoft auch. Microsoft will euch unterstützen in dem Bereich, in dem man sagt, ihr müsst nicht weggehen von eurem Windows 10 Desktop, sondern ihr könnt dort bleiben und trotzdem die Applikationen als Native Linux Applikationen laufen lassen. Läuft in dieser Bash-Shell vor Windows, laufen hier .NET Core-Applikationen, die ihr selbst baut, selbstverständlich. Könnt ihr gerne testen, überhaupt kein Thema. Okay? Das ist das Windows Subsystem for Linux. Damit habt ihr beides.
So, ja, die Visual Studio Tools, die sind im 2017er sowieso dabei. Das ist etwas, das möchte ich kurz erwähnen, denn das ist nicht so bekannt, dass es das gibt. Und zwar sind das die sogenannten .NET Install Scripts. Am Ende des Tages bekommt ihr hier entweder, ich zoome ein wenig rein, ein PowerShell Script oder ein Bash Script, mit dem ihr auf einem Server, wo ihr nicht Doppelklick auf irgendein MSI oder sonst irgendwas etwas installieren könnt, sondern dieses Ding installiert die .NET Core CLI, die Command Line Interfaces und die Runtime beispielsweise auf einem Server. Also wenn ihr irgendeinen Linux-Server habt und dort müsst ihr .NET installieren, dann müsst ihr nicht interaktiv die ganzen Statements dort eingeben, sondern ihr könnt einfach mit diesen vorbereiteten Scripts arbeiten. Am Ende des Tages, ich habe hier den Link drinnen, könnt ihr diese Scripts mit einem Curl oder Wget oder sonst was direkt runterladen, sofort ausführen und der installiert dann .NET Core auf dem jeweiligen Server. Ja? Das ist für unattended Installationen sehr wesentlich, und wenn ihr in einer Microservices-Welt lebt, wo ihr sehr viele kleine Server beispielsweise habt, dann ist das eine äußerst praktische Angelegenheit. Achtung, ihr müsst euch selbst um die Systemvoraussetzungen kümmern. Ja? Unter Windows ist das nichts Besonderes. Ihr braucht genau die C++ Redistributable Runtime Library. Nichts Besonderes, könnt ihr runterladen und installieren. Unter Ubuntu oder anderen Linux-Derivaten gibt es einige Pakete, die ihr vorher installieren müsst. Die werden nicht installiert von diesen Install-Scripts. Um die müsst ihr euch selbst kümmern. Okay? Aber das sollte ja an sich keinerlei Schwierigkeit sein. Und dann laufen meine C-Sharp, meinetwegen Microservices, die ich mit ASP.NET und WebAPI erstelle, wunderbar. Packages und Meta-Packages kriegen wir weiterhin von NuGet. NuGet steht nicht so im Mittelpunkt. Wir werden uns etwas später sehr genau ansehen, wie denn die .NET-Standard-Packages und Meta-Packages so funktionieren. Der nächste Punkt, wie ihr .NET Core entwickeln könnt, das ist das Image oder die Sammlung aus Images namens Microsoft.NET. Ich habe einen eigenen Talk hier auf der Buster, wo ich mich eine ganze Stunde nur mit diesem Thema auseinandersetzen werde, wo ich nur erklären werde, wie kann man Docker-Images, .NET-Applikationen, sowohl Full-Framework als auch Core-Framework genau erstellen. Am Ende des Tages läuft alles zurück auf ein Image im Docker-Hub. Wer hat denn noch überhaupt keine Erfahrung mit Docker? Gut, ist okay. Was ist das Coole an Docker? 2 Minuten Intro. Das Coole an Docker ist, dass ihr sagen könnt, soll es vielleicht auch starten. Genau. Ich lasse es jetzt bei mir laufen. Wer unter Windows arbeitet, man kann sich Docker vor Windows installieren. Das ist dann eine winzig kleine Hyper-V-Maschine unter Linux, die auf eurem Entwicklungsrechner läuft. Braucht ihr nicht selbst zu installieren. Also das macht Docker vor Windows alles automatisch. Und dann bekommt ihr da rechts unten so einen kleinen Wal. Seht ihr das? Der wird jetzt gerade hier beladen, weil er gerade startet auf meinem Rechner. Sprich, er startet jetzt im Hintergrund diese kleine Linux-VM. Wie gesagt, vollkommen wartungsfrei. Darum kümmert sich Docker vor Windows. Und in wenigen Momenten sollte mein Docker laufen. Jawohl, start hacking with Docker. Und das Coole an Docker ist, dass ich einfach sagen kann, start, machen wir es mal so, Ubuntu. Ich starte einen Ubuntu-Server, ich drücke jetzt auf Enter und jetzt ist er gestartet. Ist das eine Traum-Startup-Time? Das ist ein komplett neuer Ubuntu-Container. Nichts mit on top of Windows-Kernel. Das ist ein komplett neuer Ubuntu-Server. Ja? Und wenn ich hier sage Exit, ist er wieder weg. Seht ihr, wie schnell das geht? Das ist ziemlich faszinierend. Das ist das, was Docker so richtig, richtig cool macht. Die Geschwindigkeit, die Agilität, die mir dieses Ding gibt. Wenn ihr bei einer VM 5 Minuten warten müsst, damit ihr euren Server mit eurem IIS oder eurem Nginx Webserver oder sonst was startet, mache ich das in Docker in unter einer Sekunde. Das ändert die Spielregeln. Ja? Und das Coole an der Sache ist, dass eben Microsoft fix fertige sogenannte Docker Images anbietet, die genauso gut funktionieren. Docker Run Interactive Microsoft .NET SDK. Ich möchte einen SDK. Seht ihr, wie schnell das geht? Und .NET Version und 2.0. Wie viel Zeit brauchte ich, um dieses Ding aufzusetzen? 0. Docker Pull Microsoft /.NET. Fertig. Und dann holt sich Docker ein von Microsoft vorbereitetes Image. Das ist jetzt genau das hier.
Und das stellt es mir zur Verfügung. Kein Installieren von .NET Runtime, kein Installieren vom SDK, nichts dergleichen. Das ist der Charme an Docker. Mehr möchte ich zur Einleitung nicht sagen. Vielleicht habe ich euch ein wenig generd-sniped und ihr wollt jetzt mehr wissen. Ja, dann lest mal ein Buch über Docker oder schaut euch den einen oder anderen Vortrag an. Ich habe ja auch einen. Jetzt schauen wir lieber rein, was das konkrete Image bedeutet. Und achtet bitte drauf, das sind jetzt Linux- bzw. Windows-Images für uns .NET-Entwicklerinnen und Entwickler, wo Microsoft uns verschiedenste Versionen der Runtime, des SDKs und der Binary Prerequisites auf verschiedensten Betriebssystemen anbietet. Was wir hier zum Beispiel sehen, schauen wir da rein, da haben wir die, hier haben wir genau sowas, den haben wir gerade verwendet, den 2.0.0 SDK Stretch. Stretch ist eine Version von Debian, ja, das ist die aktuelle Version, auf der .NET Core 2.0 aufsetzt. Und wenn ich jetzt hier an dieser Stelle dieses SDK-Image verwende, das ist das, was ich hier drüben gemacht habe, dann bin ich eben in diesem Linux drinnen. Da bekomme ich das Betriebssystem plus den installierten SDK. Also wenn ich programmieren will, dann kann ich gleich mit dem SDK loslegen. Wenn ich allerdings das Programm dann schon gebaut und kompiliert habe und eigentlich nur noch die Runtime brauche, ohne Compiler, ohne CLI, ja, dann nehme ich mir natürlich nicht den SDK, sondern dann nehme ich mir die Runtime. Und da oben seht ihr jetzt die Runtime und die ist natürlich kleiner. Die ist leichter und schneller zu deployen. Und Microsoft bietet mir verschiedenste Varianten von Images, je nachdem, was ich brauche. Die SDK-Variante brauche ich zum Bilden. Ihr könnt auch Docker für CI, Continuous Integration oder eure Tests oder ähnliches verwenden. Und die Runtimes brauche ich, um das in Produktion laufen zu lassen. Und wenn ihr mehr auf der Windows-Seite zu Hause seid, dann habt ihr mittlerweile auch einen Nano-Server, das ist ein Windows-Server. Und auch hier gibt es den mit SDK oder mit Runtime. Den könnt ihr einfach nehmen und loslegen. Okay? Dafür gibt es die Docker-Images. Ich werde da oder dort im Rahmen dieses Workshops Docker verwenden. Ihr bekommt ein Gefühl dafür. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu den Details, wie man welches Image genau verwendet und wie so ein Bildprozess Continuous Integration basierend auf Docker für .NET aussieht, kommt zu meinem Talk, da seht ihr dann mehr dazu. Letzter Punkt, wie man .NET bekommt, ist der .NET Source Code Browser. Wer kennt den reference-source.microsoft.com? Na, einige wenige. Das gab es schon lange, das ist .NET Full Framework, da kann man quasi den Quellcode durchbrowsen. Und das gleiche gibt es jetzt für .NET Core, source.net. Ja, dort findet man das und da kann ich jetzt reingehen und sagen, was interessiert uns denn? Was ich immer gerne herzeige ist datetime.now beispielsweise und da klicken wir drauf und dann seht ihr auf der rechten Seite herüben unseren Quellcode von datetime.now und könnt euch den durchgehen und das alles ist per Hyperlink navigierbar. Ich klicke drauf und dann komme ich zu den entsprechenden Stellen im .NET Quellcode. Ich kann mir an dieser Stelle wirklich die Projektstruktur ansehen im Browser. Ich kann mir an dieser Stelle die Klassen- und Namespace-Struktur ansehen. Das sehen wir dann hier. Genau, und kann da durchklicken, aber auf diese Art und Weise, eine bequeme Art, wie ich, ohne dass ich das alles auf GitHub erst klonen muss oder sonst was, reinzuschauen, was macht denn dieses Ding? Man kann die Sourcen auch für das Debuggen verwenden, falls ihr rein debuggen wollt, da gibt es Anleitungen im Internet, wie ihr euer Visual Studio dafür einrichten müsst. Aber ganz ehrlich, wann verwende ich das? Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin nicht sicher, sollte ich die Methode verwenden oder die Methode? Welche davon ist schneller? Was macht dieses Property eigentlich? Ist es gut, wenn ich sage console.console oder console.consoleColor, irgendeine Konsolenfarbe ändern? Was passiert das? Ist das so ein Property Setter oder gibt es da einen Kernel Call im Hintergrund, wo ich aufpassen muss, dass ich das nicht zu oft mache? Wenn ich solche Fragen habe, dann schaue ich einfach über source.net nach und dann kann ich hier nachlesen. Das sind die wichtigsten Bezugspunkte, wie ich .NET bekomme. Also interaktiv installieren, automatisch installieren. Per NuGet bekomme ich mein Framework, Docker, Images und den Source. MS-Code kann ich mir online ansehen. Cool. Die Docs sind auch neu geworden. MSDN ist out. Oh, ich bin groß geworden mit der MSDN. Ja, jahrzehntelang habe ich mir alles aus der MSDN rausgesucht und jetzt gibt es kein MSDN. Ich meine, es gibt noch ein MSDN. Aber wenn ihr im Internet Hyperlinks zur MSDN findet, dann ignoriert sie. Ja. Relevant für die neue Welt ist docs.microsoft.com. Und ihr könnt mir glauben,
da steckt richtig Punch dahinter. Da stehen richtig große Teams dahinter, die sich wirklich viel Gedanken machen zum Thema Dokumentation. Ihr habt jetzt wesentliche Vorteile. Ihr könnt besser filtern. Ihr bekommt die Historie, wie alt ist dieses Dokument. Ihr könnt mitarbeiten, wenn ihr wollt. Das heißt, ihr könnt es hier direkt editieren. Das ist alles auf GitHub, alles in the wild, alles mit Markdown. Ihr habt sehr gute Suchfunktionalitäten da oben. Ihr könnt Kapitel als PDF runterladen, auf euren Kindle draufschmeißen und gemütlich am Strand, im Zug oder im Flieger lesen, auch wenn kein da ist. Ja? Also das ist, da hat man wirklich viel, viel Zeit investiert. Und Markdown ist die neue Dokumentation. Wir haben übrigens auch bei uns in der Firma kürzlich alles umgestellt, kein Sandcastle mehr, nichts dergleichen mehr. Die neue Doku, wenn ihr sowas Ähnliches erstellen wollt, wie das, was Microsoft hier erstellt hat, dann schaut euch doch mal DocFX an. Ja. DocFX ist gemeinsam mit den C-Sharp XML-Code-Dokumentationen die neue Welt der Doku. Ihr schreibt eure konzeptionelle Doku mit Markdown, seid damit sehr flexibel, ihr könnt aus der konzeptionellen Doku auch gleich Slides machen mit Reveal.js, ihr könnt es sehr schön in PDF umwandeln und DocFX macht eben dann schöne Portale draus, wo man die konzeptionelle Doku multimedial aufbereitet bekommt, aber auch eine schöne SDK-Doku mit den ganzen Properties und Methods und Vererbungen. All das, was wir gewohnt sind aus der Welt von Sandcastle und seinen kommerziellen Konkurrenten. Microsoft nutzt im Hintergrund auch Systeme wie DocFX, soweit ich weiß, sogar Teile von DocFX. Natürlich haben die drüber noch einen Überbau gebaut, dass das Portal noch etwas cooler wird. Aber wenn ihr, wie wir zum Beispiel, limitiertes Geld für Dokumentation habt, ist DocFX, also Markdown plus eure klassische C-Sharp Inline-Code-Dokumentation, eine wirklich empfehlenswerte Variante. DocFX ist selbst gebaut auf .NET Core. Kleiner Tipp am Rande. Schön. Und damit schauen wir mal zu unserem ersten intensiven Beispiel. Und nachdem es hier ein Workshop ist, werde ich das Ganze in aller Ruhe und Schritt für Schritt durchgehen. Also wer einen Laptop vor sich hat, ihr könnt sehr gerne mitmachen, falls ihr .NET Core 2.0 schon installiert habt auf eurem Rechner und Visual Studio 2017. Wer nicht, einfach auf den Videobeamer schauen. Wir schauen uns das jetzt so richtig schön an und Schritt für Schritt gehen wir das Ganze durch. Ich starte einfach gleich mal auf der Konsole, werdet ihr mir das sowieso alle glauben, in meinem Bash und werde mir hier einen Ordner anlegen, Basta C-Sharp Live, leeres Verzeichnis. Kann man das von hinten noch lesen oder muss ich die Schrift vergrößern? Passt? Schön. Falls es zu klein wird, bitte Bescheid sagen. Ich kann jetzt hier mit .NET mal schauen, was passiert. Nicht allzu viel. Wenn ich hier .NET starte, dann bekomme ich ein plattformabhängiges Executable. Microsoft stellt uns ein .NET Executable für Windows, für Linux, für Mac und so weiter zur Verfügung. Und mit diesem .NET Executable kann ich mal grundsätzlich .NET DLLs ausführen. Also diejenigen von euch, die aus der Java-Welt kommen, die sind es gewohnt, dass man sowas eingibt wie java-jar und dann irgendein Jar-File, meinetwegen den Minecraft-Server des Juniors, den will man starten, indem man sagt java-jar und dann irgendein Spigot oder was weiß ich was. Und dann läuft er. Ja. Und in .NET ist das mittlerweile genauso. Ich bekomme, wenn ich jetzt nichts Besonderes tue, aus einem .NET-Projekt, auch aus einer Konsolenapplikation, kein Exe mehr. Was würde mir denn ein Exe unter Linux helfen? Gar nichts. Sondern ich bekomme immer DLLs. Und wie führe ich die aus? Indem ich sage .NET, Leerzeichen, Name der DLL. Und dann führt .NET das Ganze aus. Die Runtime steckt in diesem .NET Executable. Und das gibt es eben für Linux, Windows und Mac. Und jetzt wollen wir aber die CLI verwenden. Und die CLI verwenden wir, indem wir hier hinten noch was dran schreiben. Zum Beispiel .NET New. Und jetzt erstellen wir ein Projekt und das erstellen wir natürlich mit dem neuesten Framework und dann schauen wir uns das ganz genau an, was da dahinter steckt. .NET New bietet mir jetzt die Möglichkeit, dass ich das mache, was wir normalerweise in Visual Studio mit File New Project machen. .NET New und dann gehen wir einfach mal her und machen eine Console App. .NET New Console. Okay? Machen wir das. Dann erstellt mir der lokal eine Applikation und die werden wir uns dann gleich durchsehen. So, wunderbar. Schauen wir nach.
Da bekomme ich erstens mal ein CSProj-File, zweitens mal ein Program.cs und irgendein Object Directory, das kennen wir alles, da sind irgendwelche, irgendwelche Kompilat-Artefakte drinnen. Wenn wir hier reinschauen in unser Program.cs, dann sind da keine großen Überraschungen drinnen, es ist ein Using drinnen, es ist ein Console-WriteLine drinnen, okay, nichts Besonderes. Besonders wird die Sache dann, wenn wir uns das CSProj-File ansehen. Wisst ihr was, machen wir das Ganze im Visual Studio Code mal auf. Ich werde es dann gleich im Visual Studio öffnen, aber im Visual Studio Code können wir ein klein wenig besser hinter die Kulissen schauen. Und das ist das neue CSProj-File. So, diejenigen von euch, die jetzt in dieser mehrjährigen Reise von .NET Core schon ein wenig länger dabei sind und sich mit so Dingen wie Project JSON herumgeplagt haben und sich gedacht haben, uhu, ich brauche keine Spitzklammern mehr, die Taste auf meiner Tastatur ist kaputt und ich kann trotzdem programmieren. Leider. Das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, hier hat Microsoft ein wenig zurückgerudert. Man hat gesagt, wir brauchen kein CSProj-File mehr, wir machen jetzt JSON, weil jedes moderne Tool hat ein JSON-Konfigurationsfile. Macht mal Webentwicklung. Da habt ihr dann nicht ein JSON-Konfigurationsfile, sondern 35 und die noch irgendwo verteilt. Ja? JSON-Konfigurationsfile, ganz hip. Ja, aber die .NET-Community ist nicht ganz so auf Hipster. Die haben bestehenden Quellcode und haben bestehende Projekte und dann bestehende Tools, wie zum Beispiel MS Build. Und MS Build ist jetzt kein unwichtiges Tool, wenn man größere, nicht-triviale Projekte, bestehende hat. Ja? Und das heißt, MS Build fällt in dem Fall einfach weg, wenn man die gesamte Infrastruktur von CSProj-Files weglässt und das JSON draus macht. Geht nicht. Hier hat Microsoft zurückgerudert und mittlerweile gibt es eben keine JSON-Dateien mehr, sondern es gibt mittlerweile die guten alten CSProj-Files wieder, die sind XML und verarbeiten tut das auch MS Build, aber MS Build ist jetzt Open Source und Cross-Platform. Ja? Man hat also auch hier diesen Schritt gemacht, nur der wesentliche Unterschied vom alten MS Build, Your Grandfather's MS Build, das sage ich extrem ungern, denn ich kenne das auch noch. Ich will noch kein Großvater sein, naja, ich bin noch keiner. Aber was wir hier sehen, ist, dieses Projektformat hat sich radikal verschlankt. Microsoft hat gesagt, ja, XML ist okay, aber es muss einfacher werden. Und was wir hier drinnen sehen, ist Nummer 1, die Quellcode-Dateien sind nicht mehr explizit genannt. Das wird einfach das gesamte Verzeichnis durchsucht. Alle Dateien, die da sind, sind Teil des Projekts. Ja, so funktioniert auch Node.js oder JavaScript oder ähnliches. Zweitens, es gibt keine komischen Targets mehr und lauter so Zeugs, das versteckt sich hinter diesem SDK da. Mit diesem SDK weiß Visual Studio und MS Build, was zu tun ist. Was soll er tun mit einer CS-Datei? Ja, irgendjemand muss es übersetzen und das steckt alles hinter diesem SDK. Und dann brauchen wir eigentlich im Minimalfall nur noch genau zwei Einträge. Erstens mal, was soll der Output-Type sein? Ein Executable, wenn wir keine Class-Library bauen. Und zweitens, was ist das Target-Framework? Und hier kann ich entweder ein einzelnes Target-Framework eingeben, NetCoreApp 2.0, oder wenn ich eine Class-Library baue, kann ich auch mehrere Frameworks gleichzeitig targeten. Ich kann sagen, meine Class-Library soll es geben für .NET Core und für .NET Full Framework. Ja, dazu kommen wir dann später, wenn wir über .NET Standard reden. Im Moment haben wir einfach diese beiden Dinge. Natürlich kann ich jetzt an dieser Stelle noch eine ganze Menge an weitere Optionen angeben. Das ist MS Build. Ja? Ihr könnt hier alles machen, was ihr von CSProj gewöhnt seid. Ihr müsst aber nicht. Ja? Das ist wesentlich vereinfacht worden und auch erweitert. Also da ist das CSProj-File. Wir werden es dann gleich in Visual Studio öffnen. Wenn wir dieses Zeugs jetzt bilden wollen, nichts leichter als das, dann sagen wir einfach .NET Build und dann sucht es sich das CSProj-File und wird hier irgendwie dieses Ding halt dann bilden. Und dann können wir auch .NET Run sagen. Zeige ich das hier auch, das geht unter Windows ganz genauso, Basta, C-Sharp Live, .NET Build und dann läuft genau die gleiche CLI, nur eben an dieser Stelle unter Windows. Einmal unter Linux unter Windows und einmal unter Windows, das ist alles nicht mehr so einfach. Und dann können wir sagen .NET Run und dann sollten wir hier an dieser Stelle ein Hello World sehen. Hello World. So, jetzt schauen wir aber noch ein klein wenig hinter die Kulissen, was wir denn da jetzt bekommen haben in unserem Bin-Ordner. Debug, das werdet ihr erwarten. Und hier sehen wir jetzt die Plattform, die wir targeten. Wir targeten mit diesem C-Sharp-Programm die .NET Core App 2.0 Runtime und deshalb finden wir da drinnen alles, was wir so brauchen. Und das sieht jetzt sehr, sehr untypisch aus für das, was wir gewöhnt sind als .NET-Konsolenentwickler. Wir bekommen eine DLL und kein Executable, wie ich schon sagte. Ja?
Kein Exe mehr. Diese DLL ist portable. Die kann ich überall ausführen ohne SDK. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel nochmal ein CMD starte, da haben wir jetzt unsere DLL, dann kann ich sagen .NET Basta C Sharp DLL und dann seht ihr Hello World. Und dadurch, dass ich jetzt nicht .NET Run gesagt habe, ist jetzt die Command Line Interface von .NET Core nicht mehr im Spiel. Es ist nur noch die Common Language Runtime im Spiel, die ich mit .NET erreiche. Das ist der Weg, wie ich ein Executable starte in der schönen neuen Welt von .NET Core. Keine Angst, es gibt die Möglichkeit, dass ihr ein Exe bekommt, aber dazu später mehr. Aber der Standardweg, der 0815-Weg ist, baut eine DLL und sagt .NET. Was bekommen wir noch? Werfen wir hier, ich habe es ja noch offen im Code, oder? Ja, habe ich. Schauen wir da mal rein. Wir bekommen noch ein paar, ja, so ganz uncool können wir doch nicht sein im .NET-Bereich, ein paar JSON-Dateien. Das erste, was wir bekommen, ist, wir bekommen eine Runtime-Config und die Runtime-Config, die ist jetzt tatsächlich dazu da, dass ihr sie, wenn ihr wollt, verändern könnt. Das ist jetzt so das alte Config-XML, ja, wo man gewisse Einstellungen treffen konnte. Nur ist das jetzt in der neuen Welt eine JSON-Datei. Ich werde auf die genauen Einstellungsmöglichkeiten der Runtime-Config nicht eingehen. Das könnt ihr in docs.microsoft.com nachlesen. Das würde den Rahmen einfach sprengen und es wäre wahnsinnig langweilig, wenn wir eine Konfigurationsoption nach der anderen herunterbeten. Dafür kommt ihr nicht zu so einem Workshop. Das zweite, was wir hier drinnen haben, ist so irgendwie ein File, das sieht irgendwie furchtbar technisch aus mit irgendwelchen Versionsnummern und so weiter. Das ist dieses deps.json und da sage ich euch gleich, das ist nicht für euch gedacht. Das ist für das Tooling gedacht. Ja? Das erzeugt der .NET Compiler und ihr lasst das einfach in Ruhe. Das ist seine Sache. Da speichert er sich irgendwelche Abhängigkeiten zu NuGet und sonstigen Libraries ab, damit er dann beim Starten schneller ist. Es ist nicht euer Thema. Eigentlich hätte Microsoft ein ZIP-File draus machen können oder ein Binary-File draus machen können, damit ihr es eben nicht lesen könnt. Aber zu Debugging-Zwecken ist es nie schlecht, mal reinschauen zu können in so eine Datei. Aber diese Datei ist nicht für euch. Ja, die lasst ihr einfach, wie sie ist. Ja, und was ein PDB-File ist, sollte eigentlich jeder wissen. Das bekommen wir, wenn wir das Ganze bilden. Und wie gesagt, wir können es mit .NET Run starten, dann läuft die CLI. Oder wir starten es einfach mit .NET DLL und dann läuft die DLL. So, hatten wir. Genau. Fragen an dieser Stelle? Soweit gut? Ja? Schön. Man kann diese App, man sagt dazu auch publishen. Und das ist es noch, was ich gerne mit euch machen würde. Na? So, CS. So, hier drinnen haben wir meine App und ich kann sagen .NET publish. Dann schauen wir, was dann passiert. Okay? Wir bekommen jetzt im Unterordner NetCore App Publish nochmal ein paar Dateien. Schauen wir da auch rein. Seht ihr das? Das, was wir jetzt mit Publish gemacht haben, sehen wir hier an der Stelle. Da ist das drinnen. Sieht genauso aus wie das, was wir vorher hatten. Ja, fast genauso aus. Es ist diese dev.json und so nicht drinnen. Also für Debugging-Zwecke ist etwas weniger drinnen. Die PDB könnten wir auch auswerfen. Wir könnten an dieser Stelle auch sagen, ich zeige euch das vielleicht kurz, .NET Publish Configuration Release. Dann publisht eine Release-Version, die entsprechend optimiert ist. Jetzt reinschauen, kommt das Gleiche raus, aber dieses Mal sollte die DLL ein wenig kleiner sein. All diese Dinge können wir an der Stelle machen. Und so solltet ihr eure Applikation publishen, bevor ihr sie auf ein Produktivsystem hinspielt. Ja? .NET Publish. Okay? Das ist es, was wir an dieser Stelle brauchen. Fragen dazu? Soweit klar? Was man noch machen kann, und da ist jetzt das, was die meisten an dieser Stelle immer so furchtbar nervt, dass wir hier eine DLL bekommen und kein Executable. Ich will das kurz lösen. Wenn wir dieses .NET Publish nämlich machen, dann können wir an der Stelle auch eine Architektur wählen mit dem R-Switch. Und hier drinnen sagen wir, wir möchten gerne eine 64-Bit-Windows-Anwendung. Wenn wir das machen, dann bekommen wir etwas mehr Dateien. Schauen wir rein. Da gibt es jetzt im, wo haben wir? Hier Release, NetCore App, Win64, Publish. Und da, ich werde mal hier einen Explorer aufmachen, damit ihr das besser seht. Wenn wir da reinschauen, haben wir jetzt eine ganze Menge an Dateien drinnen. Ja, willkommen in der Welt von .NET Core.
Das ist Hello World in .NET Core. Ja? Der Vorteil, den wir damit bekommen, ist, wenn ich es irgendwo finde, da gibt es irgendwo ein Executable drinnen. Suchen wir uns das raus. Hurra, Basta C-Sharp Live Executable, Basta C-Sharp Live Executable. Basta Exe. Ich brauche kein .NET mehr vorne dran schreiben, aber wundert euch nicht, wenn ihr das seht. Ja? Wenn ihr euch an dieser Stelle, und das sehe ich sehr häufig, die Frage stellt und sagt, da muss ich was falsch gemacht haben. Ich will ja einfach nur ein Excel. Ihr bekommt ein Verzeichnis mit 215 Dateien drinnen und das ist ernst gemeint. Das ist eure Konsolenapplikation. Ja, das ist es im Moment. So sieht es aus. Diese Konsolenapplikationen, die hergeben. Wie könnt ihr das verhindern? Na, macht eben kein .NET Publish mit dem Architektur-Switch, sondern deployt die .NET Runtime auf dem Zielsystem und dann braucht ihr nur eine DLL. Okay? Aber wenn ihr wirklich ein Executable haben wollt, dann bekommt ihr hier, und das ist das Besondere dran, ja, da kann ich euch vielleicht wieder versöhnen, dieses Executable braucht kein .NET mehr am Zielsystem. Das ist Standalone. Da könnt ihr jeden beliebigen Windows-Rechner nehmen, der die C++-Runtime drauf hat, und das ist praktisch jeder. Ja? Und dann könnt ihr dieses Executable einfach starten, so als wäre es ein in C++ gebautes Executable. Gleiches gilt für Linux, gleiches gilt für macOS. Ihr braucht kein .NET mehr am Zielsystem, wenn ihr das Ganze so erzeugt. Okay? Wenn ihr das ohne diesen Switch erzeugt, dann braucht ihr die .NET Runtime am Zielsystem. Und da könnt ihr jetzt selbst entscheiden. Also ja, diese 215 Dateien sind noch nicht optimal. Arbeitet da jemand in Redmond dran, um darüber nachzudenken, ob wir da weniger machen könnten? Ja, natürlich wird daran gearbeitet, aber Fakt ist im Moment, so, es sieht so aus, wie es eben hier aussieht. So. Okay? Wir werden etwas später nochmal auf ein paar Details in die Richtung eingehen. Schön. Aber jetzt werden wir dieses Ding mal schließen und wie versprochen, starten wir jetzt einfach mal, ich mache es gleich hier und hier, Visual Studio, oder? Preview. Und dann öffnen wir das gleiche Projekt dort und schauen uns an, was wir dort machen können. So. Basta C-Sharp Live und hier drinnen öffnen wir das CS-Proj-File. Das sieht alles ziemlich ähnlich aus, wie wir es gewohnt sind. Wir haben unseren Explorer und die erste wesentliche Änderung, viele von euch werden es schon entdeckt haben, mit .NET Core kann ich hier direkt dieses Ding editieren, ohne dass ich es unloaden muss. Hurra! Ganz wesentlicher Punkt. Ich kann hier draufklicken und dann bin ich hier drinnen, habe hier mein Project-File und muss dafür die Applikation nicht schließen. Wichtiger Punkt. Es kommt doch öfter mal vor, dass man in das CSProj-File reinschaut. Es ist mittlerweile so ein schöner, kleiner, appetitlicher Haufen, dass man durchaus Lust hat, hin und wieder da mal reinzuschauen oder was zu ändern. Es ist nicht mehr so ein seitenlanges XML, wo kein Mensch versteht, was da drinnen steht. Insofern ist das eine sehr wichtige und kleine Funktion. Natürlich haben wir jetzt im Visual Studio den riesen Vorteil, dass wir die CLI, das Command Line Interface, eigentlich nicht mehr brauchen. Wir können hier drinnen direkt in den grafischen Tools die .NET Core Version wählen. Wir können hier verschiedenste Bildoptionen setzen, wie beispielsweise die vordefinierten Conditional Compilation Symbols und den Ordner. Das heißt, ihr müsst die ganzen CLI-Kommandozeilenparameter nicht auswendig wissen, wenn ihr Visual Studio habt. Ihr könnt, ja, wenn ihr Terminal-Konsolen-Hacker seid und lieber auf der Konsole herumwerkt und lieber Open Source Visual Studio Code verwenden wollt, könnt ihr das tun. Aber natürlich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich C-Sharp entwickle, dann greife ich meistens trotzdem zu Visual Studio, weil Visual Studio schon eine ganze Menge an hilfreichen Dingen drinnen hat. Ja? Kommt darauf an, wie man es will, und ich will nichts davon bewerten. Es hat alles seine Berechtigung und macht durchaus Sinn, by the way. Wenn wir jetzt im Vergleich zu dieser Applikation hier noch ein zweites Projekt reinlegen, dann möchte ich allerdings jetzt mal statt dem Konsolenprogramm an dieser Stelle eine Class Library reinstecken, denn das sieht jetzt ein klein wenig anders aus. Wir werden hier einfach irgendeine Class Library reingeben, ist mir jetzt im Moment nicht so wichtig. Mir geht es hauptsächlich wieder um das CSProj-File. Und wenn wir jetzt die beiden CSProj-Files nebeneinander stellen, dann werden wir hier jetzt gleich die Unterschiede sehen. Ja, ich zoome ein wenig raus. Ihr seht an dieser Stelle NetCore App 2.0 als Target Framework und hier drüben haben wir NetStandard 2.0.
Und damit seht ihr schon, womit wir uns in ein paar Minuten dann intensiv auseinandersetzen müssen. Wahrscheinlich im zweiten Slot werden wir intensiv über .NET Standard reden. Hier hat sich was getan. Hier gibt es jetzt plötzlich ein vollkommen neues Ding, das nicht mehr vergleichbar ist mit etwas, was wir bisher hatten, nämlich diesen .NET Standard. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, als Kurzform merken, wenn Library, Target Framework .NET Standard, wenn Executable, Target Framework .NET Core App. Okay? Sehen wir so. Wenn ich jetzt plötzlich meine Class Library umbauen möchte in ein Executable, brauche ich nichts anderes zu tun, als das Target Framework zu ändern und diesen einen Eintrag Output Type dazugeben und schon wurde aus meiner Class Library ein Executable. Denn ein Executable ist, wie wir heute wissen, wiederholen wir, nur noch eine DLL. Okay? Klar soweit? Schön. Ausgezeichnet. Für diejenigen unter euch, die Early Adopter, die Leading Edge Developer, die Bleeding Edge Developer. Ihr habt wahrscheinlich irgendwelche Dinge gehört in .NET Core 1.0, dass man hier die Class Libraries mit irgendwelchen, Directory-Strukturen abbildet und dann Namenskonventionen existieren. Vergesst das alles in .NET Core 2.0. In .NET Core 2.0 sind wir wieder, da fühlen wir uns wieder so richtig zu Hause. Rechte Maustaste, Add Reference, dann suche ich mir hier mein Projekt, also ich mache ganz normale Projektreferenzen, so wie ich es gewohnt bin. Es ändert sich extrem wenig. Das ist für mich das schönste Beispiel dafür, dass es sich manchmal auszahlt, wenn man nicht ganz vorne dabei ist. Ja. .NET Core 1.0 war blutig, .NET Core 1.1 war, sagen wir mal so, mutig, nicht mehr blutig, aber mutig und .NET Core 2.0, ja, es heißt 2.0, aber es ist die dritte Version. Und was sagt man über Microsoft? Ja, im dritten Anlauf läuft es dann richtig gut und das ist auch jetzt so. Also mit .NET Core 2.0, jetzt haben wir schon viele Projekte damit umgesetzt, beziehungsweise mit der Preview davor, das fühlt sich sehr, sehr rund an. Das ganze Unit-Testing und so, da fühlt man sich wieder zu Hause, da hat man wieder die Produktivität, die man sich wünscht. Also wer erst jetzt einsteigt in diese Welt, hat nicht nur Nachteile. So, schön. Lasst mich schauen, was haben wir hier? Wir hatten, genau, CS Crotch, die Reference, jetzt habe ich es zu schnell gestartet, zu schnell beendet. Hole ich mir nochmal dazu. So. Machen wir nochmal ein Add Existing Project. Temp. Genau. Wenn ich jetzt hier eine Referenz hinzufüge und dann wirklich auf OK drücke, das wollte ich euch noch zeigen, dann werdet ihr hier an dieser Stelle sehen, ist auch nichts anderes als ein Eintrag in unserem Project-File, also auf diese Art und Weise, ich gehe ein wenig weg, dann könnt ihr es besser lesen, auf diese Art und Weise werden hier Projektreferenzen gemacht, gleiches gilt für NuGet-Referenzen, die werden wir uns etwas später ansehen, ist alles hübsch drinnen in diesem CS-Proj-File beisammen. Schön. Gut, liegen wir zeitlich perfekt. Run App, Publish App. Ich habe euch in den Slides eine ganze Menge an Links zu aus meiner Sicht lesenswerten Doku-Artikeln geschickt und ich habe auch alle die Samples, die ich so herzeige, vorgefertigt in GitHub drinnen. Wenn ich das hier kurz mal herzeige, dann und PowerPoint sich erwärmt, den Link aufzumachen. Gut, dann werde ich ihn eben kopieren. Da findet ihr dann so in... ja, das ist richtig. Seht ihr, jetzt habe ich einen Linkfehler entdeckt. Das werde ich korrigieren und in den Slides fixen. Dann seht ihr hier ungefähr das, was ich mit euch gemeinsam gemacht habe, auch mit dem ganzen Publish und solche Dinge, die habe ich hier zusammengefasst. Also ihr müsst euch keine Notizen machen, ihr findet das alles ausgehend von den Slides, sobald ich meinen Linkfehler beseitigt habe. Auch das habe ich euch zusammengefasst. Man kann mit der .NET CLI nicht nur neue Projekte erstellen, sondern, das ist vielen nicht so bekannt, ich habe hier die Möglichkeit mit .NET SLN, kann ich auch Solutions erstellen. Also ich kann alle die Dinge, die Visual Studio macht, das was wir jetzt gemacht haben, mit rechte Maustaste, Add Reference und solche Dinge, die kann ich alle in der Konsole machen. Im Wesentlichen das Takeaway an der Stelle ist, Microsoft hat
alles, was in Visual Studio über die hübschen grafischen Wizards, Assistenten und sonst irgendwie machbar ist, in die Konsole reingepackt, sodass dieses Ding von jedem, auch auf jeder Plattform, unter Linux, unter Mac, auf einem Continuous Integration Server mit allem drum und dran, in der Konsole gemacht werden kann. Das ist die wesentliche Botschaft. Wenn ihr Visual Studio verwendet, dann werdet ihr euch jetzt denken, was erzählt uns der Stropek da, ich bleibe im Visual Studio, dann brauche ich das alles nicht zu wissen. Stimmt, aber das Pattern ist ein interessantes, oder? Ich finde es eine, selbst als Entwickler für uns in der eigenen Firma, ist es ein Muster, dass wir mehr und mehr und mehr genau so machen. Administrative Dinge, die in unserer Software zu erledigen sind, wo wir vielleicht am Anfang Zeit sparen möchten, ich habe es vorher schon erwähnt, ich wiederhole mich bewusst, packen wir in eine CLI rein, dann können wir schon mal starten und dann können wir zu einem späteren Zeitpunkt über die CLI eine hübsche GUI legen oder auch nicht, wenn das knapp ist oder wenn wir die erste Version rausbringen müssen, na, dann gibt es eben eine CLI, sei es drum. Okay? Das ist die Idee dahinter. Schön, schön, schön. Schauen wir uns ein Beispiel an, wo wir etwas mehr in diese Solution Project Reference Welt reingehen. Und das machen wir am Beispiel von JSON.NET und das analysieren wir jetzt mal ganz, ganz genau und sprechen dabei noch ein wenig über .NET Standard. Das wird sich genau bis zur Pause ausgehen. Schauen wir mal in NuGet rein und ich denke, JSON.NET ist eine der meistgenutzten NuGet-Paket-Libraries überhaupt. Also schauen wir mal rein, wenn wir hier JSON schauen und dann schauen wir in die Newtons of JSON. 81 Millionen Downloads ist jetzt nicht mehr nichts. Die Versions interessieren mich hier nicht. Diese Library würde ich gerne an der Stelle gerne verwenden. Und wenn wir jetzt hier in die Dependencies reinschauen, dann sollten wir über diese Darstellung hier ein klein wenig sprechen. Was bedeutet das und wie ist das genau zu interpretieren? Hier sehen wir, dass JSON.NET im .NET Framework, also Full Framework, keine Abhängigkeiten hat. Was bedeutet das? Das bedeutet Monolith. Die Salami-Pizza steht sowieso da, da ist alles drinnen, was man braucht. Ja? Da brauche ich keine zusätzlichen DLLs. Ich muss von nirgends aus dem Internet was runterladen. Wenn .NET läuft, dann muss das .NET Framework installiert sein. Das heißt, ich habe diesen riesengroßen Monolith sowieso auf meinem Laptop drauf, fertig, erledigt, keine Dependencies. Ganz anders sieht die Sache aus, wenn wir hier zu .NET Standard runterscrollen. Die Portable Class Libraries spielen heute keine Rolle, nur die beiden sind interessant. .NET Standard, müsst ihr euch bitte jetzt genauso vorstellen, wie ich es vorher gesagt habe, wie HTML zu Browser. HTML ist der Standard. Microsoft hat einen Standard definiert und hat gesagt, jeder, der sich .NET-kompatibel schimpfen will, muss diese und jene APIs anbieten und dieses und jenes Verhalten implementieren. Das ist der .NET-Standard. Und jetzt brauche ich nur eine Runtime, die standardkompatibel ist. Über die verschiedenen Versionen des Standards werden wir dann sprechen. Nur der Riesenunterschied bei den Dependencies ist, dass wir jetzt plötzlich ein à la carte Framework haben. Nur weil ich .NET installiert habe auf einem Rechner, heißt das noch lange nicht, dass meine Salami schon am Tisch steht. Die muss ich mir ausdrücklich herwünschen. Und genau das macht JSON.NET. JSON.NET wünscht sich die Salami dazu, weil die ist standardmäßig nicht drauf auf der Pizza. Versteht ihr, was ich meine? Das ist gemeint mit à la carte Framework. Man ist hergegangen und hat diesen großen Monolithen .NET Framework zerteilt in viele kleine Scheiben. Hunderte an kleinen Scheiben. Habt ihr gesehen? Könnt ihr euch erinnern, die DLLs, die wir bei der Console-App hatten? 215 Dateien, davon sind wahrscheinlich 180 DLLs. Das sind diese kleinen Zutaten, die ich mir jetzt so zusammenbauen kann, wie ich will. Ja? Und genau das macht JSON.NET. JSON.NET sagt, lieber Benutzer, wenn du .NET Standard 1.0 verwendest, macht euch noch keine Sorgen über die Versionen, darüber sprechen wir später, dann müssen wir diese und jene NuGet-Packages dazuladen. Und wenn ich da draufklicke, auf die .NET Standard Library, dann werden wir an der Stelle sehen, die haben wieder Abhängigkeiten. Seht ihr das? Das ist quasi so ein Baum. Hinter dem einen steckt ein ganzer Wald und hinter dem nächsten Baum versteckt sich wieder ein ganzer Wald. Für diejenigen im Publikum, die schon einmal Node programmiert haben, Node.js, und so Dinge wie NPM kennen und den Node-Modules-Folder lieben, ja, das ist ganz ähnlich geworden, ja. In dieser Welt sind wir jetzt. Nur, Microsoft hat uns das Leben ein wenig leichter gemacht mit den sogenannten Meta-Packages, auf die kommen wir später zu sprechen. Bleiben wir noch beim Newtons of JSON. Ja. Also, Framework keine Abhängigkeiten, Netzstandard Abhängigkeiten. Gut, ausprobieren.
Gehen wir in unser Visual Studio rein. Jetzt kann ich eigentlich meinen alten Beispielordner löschen. Wir fangen ein neues Beispiel an. Ja, da sollte ich aber alles löschen, genau. Ach so, da bin ich hier noch in der Konsole. Lasst mich bitte kurz aufräumen. Ich schließe meine Konsole. Ich schließe auch diese Konsolen hier, was ich da so drinnen hatte. Und dann sollte es auch löschbar sein. Wunderbar. File New Project. Wir machen uns an dieser Stelle als erstes mal eine Solution, und zwar eine Standard Class Library auf C temp basta C sharp live. Da gehen wir rein und dieses Ding create directory for solution. Die Solution nennen wir References und die nennen wir auch References. Gut. Ist ganz egal, wie der Name ist. Schön, schauen wir uns als erstes das CSProj-File an. Dann haben wir jetzt hier drinnen stehen NetStandard 2.0. Hurra, klingt doch alles wunderbar. Schauen wir da rein. Was braucht JSON.NET, wenn wir NetStandard 2.0 targeten? Blöd. Ja. JSON.NET unterstützt NetStandard 2.0 nicht. Die gute Nachricht, das Zeug ist rückwärtskompatibel. Das heißt, wenn ich hier drinnen finde, JSON.NET braucht NetStandard 1.3, dann kann ich mir gedanklich einen großen grünen Haken machen, wenn ich NetStandard 2.0 verwende, denn 2.0 kann alles handeln, was 1.3 kann. Ja? Umgekehrt wäre es blöd. Ja? Wenn wir eine Library bekommen, die irgendwann mal NetStandard 2.1 braucht und wir programmieren aber NetStandard 2.0, dann wird es blöd. Ja, dann haben wir ein Problem. Aber so ist das überhaupt kein Problem. Wir können hier einfach reingehen, sagen Manage NuGet Packages und wir schmeißen an dieser Stelle Browse NewtonSoft.json in der aktuellen Version rein. Kein Thema. Dann werden wir hier, ja, seht ihr diesen Dialog? Und jetzt müsstet ihr schon verstehen, was er tut. An der Stelle installiert er jetzt eine ganze Menge an Abhängigkeiten. Das sind die Abhängigkeiten, die sich ergeben aus diesen Abhängigkeiten hier drinnen. Alles klar? Okay? Schön. Okay. Ja, jetzt lesen wir natürlich alle brav die entsprechenden Lizenzbedingungen. Na, die sind alle von Microsoft. Das ist das Schöne an dieser .NET Foundation. Die .NET Foundation schaut, dass auch die ganzen Lizenzbedingungen in Ordnung sind. Da kann man sich einmal damit beschäftigen und alles, was dann von Microsoft kommt, das ist in Ordnung, wenn man sich einmal darauf einstellt. Und hier seht ihr an der Stelle, wie es unser CSProj-File aussieht. Unsere gute alte Config, wo die ganzen NuGet-Packages drinnen steht, könnt ihr euch das in Erinnerung rufen? Da hatten wir nicht nur unsere direkten Abhängigkeiten drinnen, sondern auch die Abhängigkeiten der Abhängigkeiten und die Abhängigkeiten der Abhängigkeiten der Abhängigkeiten. Und deshalb war diese NuGet-Liste so lang. Ja? Kennt ihr das Problem? Sicher, oder? Hier nicht mehr. Hier hat man sich an dem orientiert, was auch Node.js macht. Ich habe nur mehr eine Top-Level-Referenz, in diesem Fall an NewtonSoft.json. Und im Hintergrund kümmert sich .NET magisch darum, zu wissen, was denn NewtonSoft.json alles braucht. Okay? Aber in meinem Projekt sehe ich es nicht mehr. In meinem Projekt sehe ich nur das, was ich direkt explizit verwende. Na schön. Und dann können wir hier in unserer Class auch wirklich irgendetwas machen. Und wir können an dieser Stelle sagen, was weiß denn ich, public JObject, dann will er hier schon, I'm using, do something, und da drinnen sagen wir, was weiß denn ich, JSON convert, using serialize object, und hier machen wir ein, was weiß denn ich, new, hello world. Ups. Und da gehen wir einfach hier an seinen Return. Da kann ich gleich eine Kleinigkeit herzeigen, ja, eine Kleinigkeit, die sehr nützlich ist mittlerweile. Und zwar C-Sharp in der aktuellen Version unterstützt sogenannte Expression-Bodied Functions. Der gibt, der gibt jetzt einen String zurück, das will ich dann nicht. Dann machen wir ein new foo equals bar. So, passt es dir jetzt? Du gibst jetzt was zurück, du gibst ein... Ich bin so blöd. Entschuldigung, ich sollte nicht tippen und reden gleichzeitig. Das ist ja ganz schlecht. Ich wollte eigentlich ein Deserialize-Object machen. Gut, jetzt sind wir dabei.
Wo war ich? Ah ja, genau. C-Sharp 7 unterstützt sogenannte Expression-Bodied Members und das noch deutlich mehr als C-Sharp 6. Das heißt, ich kann an dieser Stelle das jetzt verkürzen. Das ist eine Kleinigkeit, aber ich kann hier einfach die geschweiften Klammern weglassen, das Return weglassen und diese einzeilige Methode jetzt quasi so schreiben. Ja, ganz nützlich, geht mittlerweile auch bei Properties, geht mittlerweile bei Property-Settern, bei Gettern, bei Indexern. Überall kann ich an der Stelle einfach das Return löschen, die geschweiften Klammern löschen und diesen Fat Arrow hinschreiben, goes to, und dadurch kann man den Code vielleicht ein wenig kompakter gestalten. Ja? Ist kein Muss, ist kein weltbewegendes Feature, aber macht den Code manchmal besser lesbar. Speziell bei Properties ist das sehr nett. Ich kann jetzt sowas machen wie public int myProp und dann kann ich herschreiben hier get goes to 42 und set goes to, was weiß ich nicht, console write line value. Sowas kann ich dann eben schreiben, ist eigentlich recht hübsch zu schreiben, kurz, prägnant, weniger Zeilen im Editor. Kleines Feature am Rande. So, wenn wir das Ganze bilden, und das ist eigentlich der Punkt, kehren wir zurück zum eigentlichen Thema. Wir haben jetzt JSON.NET hier drinnen und an der Stelle ist JSON.NET eingebaut. Wir bekommen keine Compilerfehler, alles ist gut. Wenn wir jetzt eine kleine hier... Wenn wir jetzt an dieser Stelle eine kleine .NET Core Console App bauen, dann können wir hier von der Console App, eine Referenz machen, add reference zu unserer Library, und an der Stelle können wir jetzt sagen, was weiß denn ich, new class 1 using irgendwas, Punkt, do something, und da kommt ein String zurück, das heißt, wir können hier sagen console.writeline. Ja? Das heißt, wir haben jetzt problemlos eine .NET Core-Anwendung gebaut und die referenziert eine .NET Core respektive .NET Standard Class Library. Nichts leichter als das. Jetzt wird es allerdings interessanter, wenn ich Folgendes mache. Wenn ich jetzt hier dazu noch eine klassische Konsolenapplikation dazulege. Jetzt haben wir plötzlich einen klassischen Client, das könnte euer WinForms oder WPF-Client sein. Das ist meine Console App 2. Das Schöne an der Sache ist, dass ich genauso bei meinen References hier eine Reference auf meine Class Library machen kann. Schön. Und hier, und da kopiere ich jetzt einfach von dem anderen Programm das hier rein und es wird weiterhin funktionieren. Fast ein Using fehlt mir. Genau. Und damit kann ich, und das ist das wesentliche Takeaway, worauf ich hier zurück will, Class Libraries, die dem .NET Standard entsprechen, können von .NET Full Framework Projekten aus referenziert werden. Das heißt, ihr habt eure WinForms GUI, eure WPF GUI und ihr möchtet den Weg Richtung .NET Core wählen, packt euer ganze Business Logik, alles was geht, in .NET Standard Libraries. Dann könnt ihr weiterhin bei eurem Full Framework bleiben, wo ihr bleiben müsst oder wollt, seid aber für diese Teile schon safe und könnt in Zukunft dann problemlos auf Linux, Mac und .NET Core umstellen oder ebenfalls das dazu supporten. .NET Standard sollte heute, wie der Name schon sagt, der Standard für jede neue Class Library sein. Okay? Na, schauen wir mal. Setzen wir die Console App 1 als Startup Project und starten wir den ganzen Spaß und der sagt foobar, funktioniert. Und jetzt setzen wir, set the Startup Project, die Full Framework und sagen boom. Seht ihr das? Das war bewusst so. Das war geplant. Unsere .NET Full Framework Applikation lässt sich zwar kompilieren, aber sie stirbt. Warum stirbt sie? Sie stirbt deshalb, weil wir kein JSON.NET haben. Aber warum brauchen wir ein JSON.NET? Wir brauchen ein JSON.NET, weil wir jetzt plötzlich in unserer Full Framework Applikation eine DLL referenzieren, die es in dieser Form noch nicht gibt bei uns. Denn unsere Standard
Class Library hier, die hier, wenn wir da reinschauen in dieses Projekt, die referenziert Newtons of JSON. Hier in Newtons of JSON greifen wir auf diese Variante der DLL zu. Und diese Variante der DLL referenziert irgendwelche Libraries, die es im Framework, im Full Framework gar nicht gibt. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt haben wir ein Problem, oder? Jetzt haben wir eine Standard Library, die hat eine Dependency auf Newtons of JSON, aber das Newtons of JSON müssen wir jetzt eigentlich in unserer Konsolenapplikation neu referenzieren, aber da können wir nur die Full Framework Variante referenzieren. Etwas eigenartig, ist aber leider so, wie es ist. An dieser Stelle kann ich jetzt bei meinen NuGet-Packages, dreimal dürft ihr raten, Newtons of JSON installieren, aber jetzt könnt ihr einwenden und sagen, ja Rainer, schau her, schau dir die Dependencies an. Jetzt installieren wir ja in unserer Full-Framework-Exe eine DLL, die der DLL für die Standard-Library widerspricht. Die Standard-Library, das ist die, die auf der Pizza in den Einzelteilen, ja, in den vielen kleinen Mikro-DLLs basiert. Und unsere Full-Framework-Variante basiert auf diesem Full-Framework-Monolithen. Irgendwas ist da komisch. Ja? Wie können wir dieses Problem lösen? Na, ich installiere es einfach mal und schaue, was passiert. Ja? Ich bilde den Spaß, ich starte ihn und boom, es funktioniert. Das ist nämlich die gute Nachricht, die ich für euch habe. Was .NET für euch macht, ist, dass er automatisch in den verschiedenen Assemblies sogenannte Redirects einträgt. Ja? Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, können wir kurz machen, es geht einfach. Libraries wie JSON.NET, die euch in einer Variante .NET Standard Library und Full Framework Library angeboten werden, die funktionieren einfach. Wenn ihr einen Core-Client nehmt, dann wird er die richtige DLL nehmen. Und wenn ihr einen Full Framework Client nehmt, dann wird er auch die richtige DLL nehmen. Und selbst wenn ihr über 17 Abhängigkeiten wieder auf das Gleiche zurückfährt, .NET wird sich drum kümmern. Das ist die sogenannte Compat-Shim, die Compatibility-Shim, die hier eingezogen wurde, wo im Hintergrund Assembly-Redirects gemacht werden. Ja, wenn eine .NET Full-Framework-Library daherkommt und sagt, ich bräuchte bitte aus der MS-Core-Lib die Funktion sowieso von der Klasse sowieso, dann weiß die Runtime, oh, ich habe kein Core-Lib. Das muss ich umleiten auf dieses kleine Mini-Package oder eben umgekehrt. Wenn jemand kommt und sagt, ich brauche System.Runtime, bla, dann weiß er, oh, ich bin im Full-Framework, dann muss ich umleiten auf die MS-Core-Lib. Wisst ihr, was ich meine? Um das kümmert sich Microsoft. Und der ganze Spaß geht sogar noch einen Schritt weiter und das ist brandneu in .NET Core 2.0. Ich werde es euch nach der Pause detaillierter zeigen. Sagen kann ich es euch jetzt schon. Das funktioniert seit .NET Core 2.0 sogar nicht nur Full Framework Client mit Library in .NET Standard, sondern umgekehrt. Ich kann eine .NET Library, die ihr vor 8 Jahren mit .NET 2.0 meinetwegen geschrieben habt, die kann ich von einem .NET Core Client referenzieren und ihr müsst sie nicht neu bauen. Die sind binary compatible. Ihr braucht nicht den Quellcode nehmen und den Quellcode in eine .NET Standard Library umbauen, sondern ihr könnt eure bestehende, meinetwegen das NuGet-Package hernehmen und ihr könnt es einfach referenzieren. Und es wird funktionieren. Ich kann mir vorstellen, was euch jetzt durch den Kopf geht, ja, aber was ist mit Linux und macOS? Die coole Nachricht ist, es wird auch dort funktionieren. Außer, ihr verwendet irgendwas, was im .NET Standard nicht drinnen ist. Dann bekommt ihr einen Laufzeitfehler. Hurra, das ist einfach so. Ich werde euch nachher in der zweiten Runde genaue Strategien geben, wie ihr herausfinden könnt, vorab, ob eure Library funktionieren wird oder nicht. Aber wenn es eine einfache Business-Logik-Library ist, da sind ein paar DTOs drinnen mit ein wenig Berechnungslogik, ein wenig Link vielleicht und ein wenig, was weiß ich nicht, was man halt so braucht in der Business-Layer, dann müsst ihr es wahrscheinlich nicht mal neu kompilieren, ihr könnt es einfach referenzieren und es wird unter Linux, macOS und Windows einfach funktionieren. Testen müsst ihr es schon, das gebe ich schon zu. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es geht, ist relativ hoch. Wenn ihr dort drinnen natürlich PresentationFramework.dll referenziert und dort irgendwelche WPF-Controls implementiert, na, das wird nicht gehen. Versteht sich von selbst. Okay. Ziel dieser ersten Runde war es, dass wir eine Einleitung machen, wo ich nochmal erklären wollte, warum eigentlich? Warum .NET Core? Warum .NET Standard?
Dann wollte ich mit euch gemeinsam mir die Zeit nehmen, diese Solution Project Files, diese .NET CLI ein wenig durchzuarbeiten, haben wir gemacht. Und ich wollte euch schon die ersten Schritte zeigen, wie das mit dem Herumreferenzieren funktioniert. .NET Standard auf Full Framework auf Standard, Core auf Standard und lauter so Zeugs. Das wird uns irgendwie den ganzen Tag noch begleiten, dieses Thema. Ja? Das ist noch nicht vorbei. In dem Sinn hoffe ich, dass die ersten 1,5 Stunden schon für jede und jeden von euch da oder dort kleine Neuigkeiten beinhaltet hat. Vielleicht ist irgendetwas klarer geworden, was bis jetzt nicht so klar war. Wir sehen uns in 30 Minuten und wir machen genau an dieser Stelle weiter. Bis später.